Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Hier ist Heike von Stamping and More. Und heute habe ich mal eine Pop-up-Karte mit Wow-Effekt für euch. Gesehen habe ich die bei Created to Ottaway. Das ist eine englische Demonstratorin, die die gezeigt hat. Fand ich super schön. Habe ich mir jetzt mal meine eigene Anleitung gemacht. Und so sieht die von innen aus. Also es ist echt eine super tolle Karte, super schön. Hinten ist eben zum Beschriften, weil innen ist dieses Pop-up. Und die steht auch, das heißt, die bleibt auch alleine stehen. Und das ist wirklich wow. Eine wirklich tolle Karte. Hier habe ich mit verschiedenen Papieren gearbeitet. Und ich würde jetzt gerne mit euch diese Karte basteln mit dem Papier, mit dem Designerpapier. Und zwar Bärenstarke Weihnachten. Das ist das Papier. Das ist ein wirklich tolles Weihnachtspapier. Ich denke mal, wer Stamping Up verfolgt, der kennt dieses Papier schon. Das ist das Papier, was ich genommen habe. Da habe ich den Bären ausgeschnitten. Und hier seht ihr jetzt die Papiere, wie die hinten aussehen. Das sind echt tolle Papiere. Ich finde auch die Hintergründe so toll. Die kann man wirklich, da habe ich, das habe ich genommen. Da siehst du den. Auch diese Dinger sind wunderschön. Also es sind echt tolle Papiere, die man wirklich gut nutzen kann. So, das packe ich jetzt mal eben wieder weg. Dann arbeiten wir mit diesen Sachen. Und zwar habe ich einmal das holographische Spezialpapier. Dann nutze ich Schneeflockenmagie, da brauche ich das Weiße von. Und den Produktpaket Fröhliche Bäume, den nutzen wir. Und was ich dann noch nehme für die Deko ist diese Stanze Zauberhafte Tage. Da stanze ich mir den Bären aus. Das wird für die Deko. So, aber zugeschnitten habe ich schon mal die Papiere. Und zwar die Grundkarte, natürlich falsch rum. 14,5 mal 29. Die Maße, das bekommt ihr alles auf meiner Homepage. Da macht euch keine Gedanken. Das ist für hinten zum Beschriften 14 mal 10. Ich muss selber mal eben immer schauen. Ich habe hier die ganzen Papiere schon zugeschnitten. Designerpapiere, das ist für innen, für die Mitte. Das sind Designerpapiere. Eben zur Seite packen. So, Farbkarton. Und zwar für die Mattung vorne brauche ich ein Stück in 10, 14 mal 10. Dann brauche ich zwei Stücke für innen, 11,5 mal 12 und zwei Stücke 8,5 mal 10. Dann für die ganze Mitte dann noch eins in 7 mal 11. So, dann kommen wir zu den Designerpapieren. Das ist für vorne, das kommt auf die Mattung drauf, 13,5 mal 9,5. Dann habe ich zwei Stücke in 14 mal 10. Zwei Stücke in 2,7 mal 11,2. Ich sehe aber gerade, ich habe noch was vergessen. Okay, muss noch von diesem Papier, von dem hier, brauche ich noch was für in. Zwei Stücke 6,6 mal 3,6 und zwei Stücke holographisches Papier 3,7 mal 8,2. Und zwar habe ich ein Stück vergessen, nee, zwei Stücke vergessen. In 14 mal 3,5. Muss ich jetzt mal eben lügen? Ja, 3,5. So, das schneide ich noch mal eben zu. Da habe ich ja das Papier. 3,5 mal 2 sind 7. Mache ich jetzt mal eben so. Mal 14. Und das geteilt bei 3,5. So, das heißt zwei Stücke 14 mal 3,5 brauchen wir noch. So, die sind jetzt fertig. Hier könnte man jetzt mal ausschneiden und nochmal für die Deko nutzen. So, wir brauchen aber das Falzteil. Und zwar müssen wir jetzt falzen. Ich habe mich mir aufgeschrieben. So, bei 10,5.
bei 14,5. Das ist die Mitte. Und dann drehe ich das nochmal um und falte es nochmal bei 10,5. Weil die Grundkarte ist 10,5 mal 14. So, das ist diese. Hätte man jetzt drehen müssen, weil, zeige ich euch, wenn ich mein Halsbein finde. Das sollte jetzt die Mitte sein. So. Und dann falte ich das zurück, damit wir die Grundkarte haben. Ja. So, das ist jetzt die Grundkarte. Das hier, der Steg in der Mitte, ist 4 cm hoch. Deswegen die Maße. So, mal eben das, die Schneidkanten ein bisschen glätten. So. Das heißt, ich nehme jetzt mal schon mal die Papiere. So, ich musste die Karte jetzt nochmal anfangen, weil der beim zweiten Mal nicht gestartet hat und ich ins Nirvana gesprochen habe. So, wir haben uns ja eben schon gezeigt, dass wir jetzt das Designerpapier aufkleben. Das können wir jetzt mal eben machen und das mache ich dann im Schnelldurchlauf. Dann kleben wir hinten noch mal eben drauf. Ich habe das jetzt extra gemacht, weil ich finde das immer so ein bisschen dünn zum Beschriften. Und so sieht man das. Und wir können dann noch ein Stück von dem Designerpapier reinmachen. Ich habe hier noch was. Ich habe hier noch so einen schmalen Streifen. Den kann man hier so schön raufkleben. Dann sieht man, dass das da zugehört. Das machen wir noch mal eben. Da kann man bei sowas kann man dann immer schön die Reste verbrauchen. Ja. Ne? Ihr seht, das passt genau. So. Und das klebe ich jetzt so. Ne? Der will nicht. So, dass das, wenn ihr die Karte habt, das auf der Seite ist. Dann kann das hier alles beschriftet werden. Man kann, wenn man klein schreibt, viel schreiben. Man muss es aber nicht. Was ich dann wieder schön finde, kann man schön Weihnachtsgruß reinmachen. So. Ja. Ne? Gut. Mal eben wieder die Kleber wegmachen. Hier ist er wieder ausgequollen. Ja. Aber es hält gut. So, das heißt, die Grundkarte haben wir jetzt fertig. Was jetzt kommt, ist der Pop-up. So, packe ich die Karte mal eben weg. Den brauchen wir gleich wieder. So, jetzt nehmen wir mal das Blaue, das dunkelblaue. Das heißt, ich habe immer die Höhe mal Breite, 11,5 mal 12. Und so legen wir es auch an, weil wir müssen das alle 3 cm falzen. Und die ersten 3 cm lege ich links an und schaue dann rechts, damit das Papier nicht zu doll wackelt. Wenn ich jetzt hier bei 3 cm machen muss, kann ich mitrechnen, dass das so ein bisschen sich verschiebt. Oh, mein Messer. So, 3 cm habe ich, jetzt kommen die 6 und 9. So, und dasselbe machen wir bei dem zweiten Teil, also an der langen Seite anlegen. 3, 6, 9.
So, dann können wir falzen. Und hier auch. So, und zwar wird das so jetzt angeklebt. Das heißt, hier oben mache ich jetzt das Sesana-Papier drauf. Das heißt, die zweite Seite. Das habe ich hier noch. Das kleben wir da mal eben drauf, auf beiden, rechts wie auch links. Also die Pop-ups sind eigentlich relativ einfach zu machen, wenn man weiß, wie es geht. Ja. Oh. Ihr seht das. Und deswegen drehe ich ja meistens meine Karten immer um. Ich weiß jetzt auch nicht, warum ich das jetzt nicht mache. Ich drehe meistens das um, damit ich dann das Designerpapier nicht verschieben kann. So, und hier genau dasselbe. Auch auf der zweiten. Jetzt wisst ihr, warum ich das immer so hin mache. So, was ich jetzt mache, ich halbiere das und mache auf dieser Seite Kleber drauf. Ja, lege das an, versuche unten und oben den gleichen Abstand zu kriegen, lege es an und klebe es fest. Eben kurz anziehen lassen. So. Und diese Seite könnt ihr so lassen. Wieder umdrehen. Ihr seht gleich, dass der Mechanismus funktioniert gleich. Ja, da habt ihr schon. Das ist der erste Mechanismus. Wieder ein bisschen nachfalzen. So, der funktioniert. Und dasselbe machen wir jetzt hier auch. Halbieren. Und hier den Kleber raufbringen. Ihr könntet das auch mit doppelseitigem Klebeband machen. Aber ich finde da bei solchen Sachen Tombow eigentlich immer ein bisschen schöner. Ja, denn ihr könnt das immer noch so ein bisschen hin und her ruckeln. Das ist ja das Schöne. Ja. Ja. Jetzt muss hier ran. Ja. Da habe ich jetzt ein bisschen zu hoch gemacht, aber es macht nichts. Ihr seht das? Alles gut. Ja. Ja, da seht ihr das. Das ist der Pop-up. Der erste von zwei. So, jetzt kommt der zweite. Da habe ich schon mal vorgefalzt. Und zwar ist das das Stück in 8,5. Mal 10, hier mal eben so ein bisschen das Papier, gerade noch mal 10, gefalzt bei 1,5, 5,5, 8,5. Ihr bekommt aber alle Maße auf meiner Homepage, da ist das alles noch mal ganz genau beschrieben. So. Ja. Es ist richtig, dass hier die 4 cm, die 4 cm sind die, die jetzt hier zu sehen sind. Das sind die 3 cm die Höhe von dem hier, damit das bündig ist von der Höhe her. So, und hier ist das zweite Teil, das habe ich auch schon fertig. Das ist für hier. So, da kommt jetzt auch Designerpapier rauf. Und zwar kommt da das holographische Papier rauf. Und da muss ich jetzt mal eben meine Finger sauber machen, weil holographisches Papier mag es nicht, wenn man Kleber an den Finger hat.
Das ist ganz wichtig. So. Ich hoffe, das geht jetzt. Ja. Und zwar gehört das einmal hier und einmal hier. Und da siehst du schon, da ist Kleber drauf. Gut, dann ist es so. Da kommt nachher sowieso Deko drauf, dann ist das nicht ganz so schlimm. Hier bleiben. Ja. Ja. Nummer 1. Okay, das ist das holographische Papier. Da hat er wieder ein bisschen Probleme mit dem Flimmern. Stopp. Da musste ich mal eben meine Einstellung ändern, damit das nicht so flackert. Ja, jetzt geht das wieder. Jetzt hat er sich wieder beruhigt. So. Und jetzt kleben wir das hier ran. Also das heißt, dieses 1,5 cm. Kleben wir jetzt fest. Hier ran. Und auch wenn es geht, so ein bisschen mittig. Festziehen. So. So. So, so machen wir das. Und zwar drehen wir jetzt hier Kleber drauf. Das sind auch die zweiten 1,5 Zentimeter. Damit ihr das so seht, halte ich das hoch. So, und klappe das jetzt so, wie es ist, um. So, damit die 1,5 Zentimeter jetzt festkleben. Und jetzt siehst du, der ist jetzt wirklich so, wie er sein muss. Er klebt richtig rauf. So, und dasselbe machen wir jetzt mit dem hier auch. Ja. Auch wieder vernünftig mittig machen. Ne. So. Damit das jetzt schön aufpoppt. So. Ja, das so. Jetzt haben wir es. So. Da wieder Kleber ran. Und Moment, so, jetzt ist es richtig. Das ganze Konstrukt rüberschieben. Ja. Hier seht ihr die andere Seite. Ach, Kleber. Ich liebe diesen Kleber. Ja, bei holographischem Papier ist das echt übel immer. So, aber es sieht toll aus. So. Jetzt haben wir es. So, und jetzt könnt ihr nochmal eben ein bisschen rüber gehen. Dann haben wir das jetzt. So. Da kommt noch Deko drauf. Das ist jetzt nicht schlimm, dass da ein bisschen Kleber drauf ist. So, jetzt packen wir sie weg, weil jetzt müssen wir das hier für die Mitte noch machen. Dazu brauchen wir das Stück hier, 7x11, und das müssen wir falzen bei 1,5, umdrehen, bei 5,5 und bei 9,5. Das falzen wir schön in der Mitte, hier auch.
Ah, hier. Ihr merkt, hier ist wieder Kleber. Das ist das mit dem holographischen Papier. Der mag das nicht. So, wieder sauber machen. Also denkt dran, wenn ihr damit arbeitet, immer schön auf Klebefreiheit achten. So, da brauchen wir jetzt die letzten beiden Designerpapiere. Dann haben wir die Papiere eigentlich auch so ziemlich alle weg. Die kleben wir hier jetzt rein. Dann fehlt wirklich nur noch die Deko. Ich drücke das jetzt extra nicht an, damit das nicht verschiebt. Ich drehe das gleich um und klebe dann vernünftig, so wie es sein soll. Ja. Ihr glaubt es nicht, aber ich habe ganz viel Kleber an meinem Falzbein, obwohl ich das vorher sauber gemacht habe. So, jetzt. Ja. Das wird jetzt hier raufgeklebt. Na. Ja, hier raufgeklebt und auch mittig, so dass es passt. Ja. Auch mittig. Ja. Und den hier auch. Machen wir das zu. Und lassen es anziehen. Und wenn wir es aufmachen, seht ihr, das passt. Ist ein bisschen schief, aber okay, das fällt nicht auf. So, hier ist der Kleber, der hier auf dem Tisch war. Der ist auf der Karte. So, was wir jetzt brauchen, ist die Deko. So, das ist meine Idee für heute, beziehungsweise die Idee ist nicht von mir, sondern von Created to Ottaway. Ne, Created the Ottaway, so heißt das. So, aber es ist echt eine tolle Sache. Den könnten wir hier nochmal eben so ein bisschen mit drauf machen. Ne, den kleinen. Machen wir den kleinen, wo habe ich meine Glue Dots? Da. So wie man zuerst gedacht hat. So, hier siehst du die Karte. Eine wirklich super schöne Karte. Ohne Kleber. Wenn es geht. Ja, jetzt ist sie wieder sauber. So. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachbasteln und wie gesagt, die Anleitung dazu, die Maße, die Zuschnittmaße und die Liste und das alles, das steht alles auf meiner Homepage, das siehst du unten in der Infobox,
Da ist der Link zu meiner Homepage und da kannst du dir das alles abschreiben und kannst dann die Karte nachbasteln. Ich wünsche euch eine schöne Zeit, seid kreativ, bleibt gesund und wir sehen uns beim nächsten Video. Tschüss aus Bremerhaven! Thank you.